Hallo, willkommen zurück zu Witcher 3, wo wir gerade auf der Suche nach einem vermissten Bruder sind, der mit ein paar Frauen irgendwie sich in der Mine verstecken wollte und seitdem nicht wieder hergekommen ist. Suchen wir mal weiter danach. Hier weiter im Norden anscheinend. Ich glaube, wir können auch reiten. Das macht die Sache, glaube ich, ein bisschen fixer. Bezweifle, dass ich noch großartig Blümchen brauche. Das Einzige, was ich für meinen Alchemie noch brauche, sind Zutaten von extrem seltenen Monstern für drei Absude, die mir noch fehlen. Da bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ich die überhaupt noch bekomme, weil ich in manchen Fällen halt davon abgelassen habe, Monster umzubringen. Zum Beispiel irgendwelche Trolle für Aufgaben. Ich glaube, ein Doppler für eine Aufgabe in Novigrad und ein Succubus für eine Aufgabe in Novigrad. Und weil wir halt sonst nie Doppler oder Succubus umgebracht haben, haben wir halt einfach die benötigte Zutat nicht. Wölfe können das auch lassen. Nein, ihr wollt unbedingt hierher kommen und spielen. Okay, gut, Wölfe. Wenn ihr spielen möchtet, dann. Ach, meine ganzen Tränke sind ausgelaufen. Und mein. Das hatte mal. Meine ganzen Absurde sind ausgelaufen und meine ganzen Verbesserungen für die Waffe auch. Interessant. Moment. Das mit den Absurden können wir. Relativ fix beheben. So, und uns ist ein Höhleneingang anscheinend. Huch, wir sind. Nefgardische Soldaten laufen zumindest Patrouillen hier. Man muss stark sein, um sowas zu tun. Was ist denn hier geschehen? Hier ist irgendwas, irgendein Bein wurde abgetrennt, oder? Monsterspuren. Also sind die Mine gegangen, die wurden von einem Monster verfolgt. Na, großartig. Außerdem ist es hier dunkel. Und ich höre Spuren. Und ich höre Trippeln von irgendwelchen kleinen Beinen, oder vielen kleinen Beinen. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Da ist gerade was aufgewacht. Klang irgendwie näher, als es dann letztendlich war. Okay, Spinnen. Aber ich fürchte, das Ding war noch ein bisschen zu jung, um. Junge, die Mutter kann nicht weit sein. Um die ganzen Leute umgebracht zu haben. Noch ein Opfer. Das Blut sieht frisch aus, aber wo sind die Leichen? Da hinten geht's noch lang. Hier lebt noch einer? Hilfe! Oh! Was ist hier passiert? Es hat uns angegriffen. Götter, ich weiß nicht, was das war. Mindestens 4 Spannen hoch. Sag, die anderen, was? Sie sind tot. Räche sie, Hexer. Töte das Biest, bitte. Ich habe nichts, um dich zu bezahlen. Aber Mikkel, der uns hergebracht hat, dessen Bruder hat Geld und wird dich belohnen. Such in der Taverne am Scheideweg nach ihm. Ja, ich bin schon auf seinem Auftrag unterwegs. In seinem Auftrag unterwegs. So, hiermit können wir wieder konfliktfrei das Gelände verlassen. Aber
Wir sind ja noch nicht fertig. Aber du kannst schon mal gehen, ja? Ich decke dir den Rücken und so. Gut, hier oben geht's nicht weiter. Da müssen wir uns noch weiter in der Höhle umschauen. Ups. Geht's tief runter? Ja, nur für Geralt nicht. Geralt stellt sich manchmal unter Wasser ein bisschen komisch an. Und vor allem auf der Oberfläche manchmal so. Wenn man so sagt, du willst nicht reintauchen, dann so auf der Oberfläche rumplätschert wie so ein gestrandeter Buckelwal. Oder jemand, der versucht, Delfinstil zu schwimmen, aber keine Ahnung hat, wie das funktioniert. So. Auftauchen, auch wenn da noch ein weiterer Schatz ist. Huch. Komm. Hey, ich habe gar nicht gesagt, dass du runtergehen sollst, Mann. Geralt. Ist das nur ein Nebel oder ist es keine explodierende Gas? Okay. Da kann ich mit leben. Aber die brennen nochmal vorsichtshalber ab. Blut, Fleisch, Verdauungssäfte. Fressen für seine Brut. Krabbspinne. Eine giftige. Anscheinend geht es hier auch weiter. Ich gehe aber erstmal die Eier verbrennen. Ein Schuh mit Meisterholz-Schußzeichen. Mehr ist von der Leiche nicht übrig. Tja, so viel zu dem Bruder. Du wählst also mein Schwert? Umso besser. Vergiften? Was? Ihr wollt mich vergiften? Das könnt ihr euch aber abschminken, meine Damen. Brennt ist aber nicht so gut, schade. Ich brauche eine Trophäe für Mikkels Bruder. Einen Beweis für die Geschehnisse. Vielleicht sollten wir auch noch einen Schuh mitnehmen. Das glaubst du uns das nachher nicht? Ja, ich hab irgendeine Krabbspinne umgebracht, aber woher weiß ich, dass du meinen Bruder gefunden hast? Möchtest du, dass ich zurückgehe in den modrigen Sumpf hier und deine Leiche von deinem Bruder anzehre, Mann?
Hier geht's nicht weiter. Gottes. Huch, wir hatten auf einmal das Licht ausgemacht. So, aber hier hatten wir noch ein interessantes Becken, glaube ich. Hier war noch irgendeine Geruchsspur im Becken. Würde ich gerne noch weiter verfolgen, weil das Becken unscheinbar aussieht. So, als ob es hier nicht mehr weitergeht, aber anscheinend geht es hier noch weiter. Die Spuren gehen auch weiter. Interessanterweise. Ach, da hinten geht es noch weiter, sag mal. Was ist denn das hier für eine Monsterhöhle? Ja, willst du vielleicht... Ja? Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Killerwal trinken. Schwertwal. Folgen wir erstmal das Ende hier. Ja, das ist aber nur ein Ende. Mhm. Ach, mit Schwertwal und Katze ist es aber unter Wasser verdammt hell. Weil Schwertwal macht halt die Sicht unter Wasser schon ein bisschen besser, weil das halt so ein bisschen die Trübheit des Wassers rausfiltert. Und dann noch Katze dazu, die alles ein bisschen, die alles schwarz-weiß und hell macht, wird es dann leicht übertrieben. Also die Spuren haben uns hier hingeführt, aber hier ist nichts. Seltsam. Höchst seltsam. Vielleicht hätten wir die Spinne auch hier stellen können. Weiß nicht, ob ich den Kampf hier bevorzugt hätte. Eigentlich nicht, glaube ich. So, Gerald geht gleich weiter mit dem Tauchen. Dann wollen wir mal die Höhle verlassen. Zum Bruder zurückgehen, Geld anstreichen und eine Runde saufen gehen. Nee, nicht. Na, okay, geht er nicht. Aber zumindest können wir mal hier rausgehen. Auch noch weitere Geräusche, als ob noch weitere Spinnen hier sind. Wir haben dieses Ende von der Höhle noch nicht erforscht. Gucken wir uns eben noch mal ganz schnell hier um. Wir hätten, als wir uns haben runterfallen lassen, hätten wir auch dieser Seite hier folgen können. Und die Spur hätte uns relativ eindeutig irgendwie danach zu dieser hinteren Höhle geführt. Jetzt würde mich doch interessieren, was wir in dieser hinteren Höhle so gefunden hätten. Saturationsoverflow. Machen das mal wie folgt. Wir rasten mal eine Stunde. Ist nicht so, dass wir zu wenig Alkohol hätten, um unsere Tränke wieder aufzufüllen. Und so sieht das durchaus charmanter aus als in grellem, gleißendem Weiß mit ein paar schwarzen Flecken. So. Wo gab's denn hier Schnellreise? Noch weiter hinten beim Grenzposten. Der kommt schon von allein. Hexer! Peter! Ah!
So, bahnen wir uns einen Weg. Geralt, du mal wieder, wie du dir deinen Weg bahnst. So, eine Freude. So. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir noch als nächstes machen. Theoretisch würde ich auch gerne mal mich in dieser Gegend hier umschauen. Ich meine, dass hier noch zumindest ein Ort der Macht war und Punkte für umsonst kriegen, die wir noch nicht einsetzen können, ist immer ein guter Grund, was zu machen, oder? Vielleicht auch nicht. So, gehen wir erstmal unsere Belohnung holen. Und die nicht so ganz frohe Kunde überbringen, dass wir eine der Frauen gerettet haben, aber der Bruder gestorben ist, zusammen mit den restlichen Frauen vermutlich. Er ist ein Halunke. Wisst ihr noch? Damals. Hallo. Ich habe schlechte Nachrichten. Eine Krabbspinne hat deinen Bruder getötet. Wenn es dir hilft, ich habe ihn gerecht. Ach, natürlich hilft das nicht. Und ich habe Mikkel noch gesagt, was willst du unbedingt Fremden helfen? Bleib auf deinem Arsch sitzen, sonst passiert ein Unglück. Und was willst du noch? Kriegst du nicht genug von anderer Leute Unglück? Nein, ich ziehe was zu essen vor. Wie alle. Bezahl mich und ich bin weg. Ich hätte dich bezahlt, wenn Mikkel noch leben würde. Ernsthaft? Ich habe mein Leben riskiert. Dafür habe ich wohl was verdient. Hier. Jetzt verpiss dich. Wenn er nicht bezahlen, weil wir seinen Bruder nicht gefunden haben, was kann ich denn dafür? 84 Kronen, das war aber nicht ausgemacht. Verdammter Geizkragen. So. Was haben wir denn noch Hübsches? Mysteriöse Spuren, naja. Können noch ein paar Sachen in Skellige machen, da haben wir irgendwie noch ein paar Dinge ausgelassen. Aber ich habe gar nicht die mega große Lust nach Skellige zurückzukehren, das würde ich mir eher für ein Postgame machen wir noch alle Nebenaufgaben und Hexeraufträge aufheben. Von daher würde ich diese Folge noch irgendwie mit Dingen verbringen. Eine Sache würde ich gerne noch ausprobieren, wenn ich gerade daran denke. Entschuldigung. Ich würde noch mal gerne nach Erzdorf zurückgehen. Hey, warte! Ich hab was für dich! Hey, Mädchen. Ich bin's, Millie. Weißt du noch? Klar doch. Ich habe ein Geschenk für dich. Mama meinte immer, wenn jemand nett ist, muss man ihm danken. Okay. Wenn das nur mehr Leute dächten. Ich gehe jetzt besser. Meine Tante will nicht, dass ich zu weit weggehe. Kluge Tante. Pass auf dich auf. Und danke für das Geschenk. Ist nicht nett. Irgendwie hat sie rausgefunden, dass Hexer anscheinend, wenn sie in irgendwelchen Dörfern vorbeikommen, sich gerne an den Anschlagbrettern aufhalten, um zu checken, ob es irgendwas zu tun gibt. Und dann hat sie hier auf uns gewartet, um uns eine Dankeskarte zu geben. Ist das nicht fast schon zu freundlich für dieses Spiel? So. Ich würde gerne dieses Ausrufezeichen langsam nochmal loswerden. Das können wir noch, glaube ich, relativ fix machen. Ich hab sie gefragt, wie ich meinen Saufkerl bloß zu verpassen. Ups, Entschuldigung. Gute Frau. Du gehörst das war mega unhöflich. Vom Baron, oder? Steht da gerade vorgebeugt an einem Tisch und arbeitet irgendwas und dann kommt so ein Hexer vorbei und schiebt sie einfach weg. Geralt. Manchmal im Kampf grazil wie eine junge Katze, aber dann in manchen Fällen. Aber dann an manchen anderen Stellen, so ungefähr so subtil wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen, ne? Das ist Geralt. Doch, Kollegen, können wir das lassen?
So, hier sind wir, glaube ich, beim Ritt damals mit Kira vorbeigekommen. Der Allgott hat 6 Ferkel verlangt. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel beschafft. Kein Wunder, dass er uns verflucht hat. Oh, wir sind verdammt. Du hast den sauren Wein gebracht. Der Fluch ist so sehr deine Schuld wie meine. Was geht denn hier bitte vor sich? Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen, mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roslav von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roslav hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangt. Aha. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm, das sieht man. Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Der Allgott hat einen interessanten Geschmack. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen: Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. So, wir könnten uns jetzt vor diesen Altar stellen. Was wir aber stattdessen machen werden, ist, wir sehen uns mal ein bisschen um. Weil dieser Steinhaufen ist interessant. Hey, Allgott. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Geralt von Riva, ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist. Aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten! Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Sitzt du schon lange in diesem Loch? Seit einem Jahrhundert vielleicht. Eines Winters habe ich hier Zuflucht gesucht und ein Feuer angezündet, so groß, dass die Flammen durch den Riss geschlagen sind und die Büsche oben in Brand gesetzt haben. Ich musste husten und plötzlich hörte ich einen Bauern. Eine Stimme aus dem Nichts. Ein Wunder. So wurde ich ein Gott. Eher ein Parasit. Vielleicht auch das. Aber was sind dann Freya und Melitele? Wollen Gebete und Opfergaben, geben aber nichts zurück. Ich rede immerhin. Na gut, aber das mit den Opfergaben, dann müssen wir nochmal drüber reden. Jetzt hör mal zu, Speckarsch. Du gibst dich mit dem zufrieden, was du kriegst, sonst werfe ich dich den Raben vor. Verflixte Reformer. Na schön, ich speise bescheidener. Aber nur bis Kriegsende. Keinen Tag länger. Na gut, Mann.
meine Herren. Gibt's was Neues? Ich habe mit eurem Allgott gesprochen. Persönlich. Und wird er sich unser erbarmen? Wird er. Er hat versprochen, mit allem zufrieden zu sein, was ihr bringt. Ich hab's doch gesagt. Der Allgott ist gnädig und verständig. Danke, Hexer. Lebt wohl. Möge der Allgott euch gewogen sein. Ich werde Sie nicht darauf hinweisen, dass es da eine Gruft gibt hier drunter. Wenn Ihnen das... Ich meine, es ist eine komplizierte Frage zu klären, ob der mehr Vor- oder Nachteile bringt. Sicherlich ist, wenn er den Leuten gute Ratschläge gibt, ist das sicherlich auch was wert. Und ne, ich will jetzt hier nicht noch unnötige Probleme in diesen Mikrokosmos reinbringen. Von daher dachte ich mir, lasse ich den einfach mal da. So, gut. Dann würde ich sagen, wenn wir diese Folge ein bisschen früher beenden, die überschüssige Zeit benutzen wir dann beim nächsten Mal, um uns in Hohlweg mit Rittern aus Toussaint zu treffen, die von denen wir schon vor relativ langer Zeit mal eine sehr formale Einladung gelesen haben, dass wir mal mit denen reden sollen. Der werden wir beim nächsten Mal nachkommen und wohin uns das führt, das sehen wir dann aber beim nächsten Mal erst. Bis denn. Tschüss.